Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir jemanden gefoltert für Informationen und haben dann die Nachricht von, das ist glaube ich schon länger her, die Nachricht bekommen, dass wir Flugstunden nehmen müssen mit Michael und Trevor. Das habe ich jetzt auch gemacht. Warum ist das jetzt zu? Allerdings habe ich die Flugstunde mit dem Helikopter verkackt, weil es mir genau beim Landen kaputt gegangen ist, mein Hubschrauber. Deswegen, was ist das? Das kann ich also mit Trevor und Ding machen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Flugstunden gemacht. Wir haben nur den Helikopterflug nicht hingekriegt. Das müssen wir vielleicht noch nachholen. Oder das reicht schon für den Überfall, den wir machen wollen. Müssen wir rausfinden. Was ist das denn? Triathlon. Was sind das Customs? Nee, ich brauche ein besseres Auto mit Michael, bevor ich irgendwas... Ich brauche schon ein richtig geiles Auto. Kann ich hier ein Haus kaufen? Das ist ein Landeplatz, das ist ein Boot. Ich könnte das Haus kaufen für 200 Autoschrottplatz. Ich könnte einen Hangar kaufen. Ist hier irgendwo noch ein Schlafplatz, wo ich mich hinlegen könnte? Obwohl, bin ich blöd. Wechseln wir einfach mal Charakter. Vielleicht können wir was anderes machen. Okay, haben wir irgendwas zu tun mit Franklin? Gehen wir nach Hause, schlafen mal und gucken, ob wir dann morgen schon den Überfall machen können. Oder wir kümmern uns um die Mission jetzt. Fahren wir zu Lester. So, aber ich glaube, ich darf jetzt mit dem Auto, mit dem Fahrzeug nicht übertreiben. Denn wenn ich irgendwo dagegen knalle, dann fliege ich hier runter. Servus. Bro, holy shit. Aber Franklin ist ja derjenige, der den Sekundending hat. Da ist Polizei. So. Gut. Den muss ich jetzt hinterher rennen. Echt jetzt? Kumpel, bleib mal stehen. Wenn es gerade schon in der Nähe ist. Ich weiß, dass es nicht mein Problem ist. Aber es gibt gutes Geld, glaube ich. Oder ein bisschen Anerkennung von den Leuten hier in der Stadt. Wieso bist du schneller als ich? Gut. Ich gebe gegen die Belohnung zurück. Da war gerade ein geiles Auto. Oh,
Ich gebe nur kurz den Gegenstand zurück und dann fahre ich zum Zeug hin, wo Lester mich sehen will. Okay, da drüben ist die Person, die ausgeraubt wurde. Ist das oben? Ja, ist hier oben. So, wer wurde ausgeraubt? Hi. My good deed for the day. You're my hero. I can't thank you enough. Warum bleibst du jetzt bitte auf der Straße stehen? Bist du blöd? Ich will dein Auto klauen und du bleibst einfach stehen. Aber egal. Ich muss irgendwann mal gucken, ob wir Autos kaufen können. Weil dann würde ich mal mit Franklin und Michael Autos kaufen und die dann aufmotzen bei Los Santos. Customs. Oder ein geiles Auto klauen und das einfach für mich beanspruchen. Muss ich noch gucken. Und jetzt auf jeden Fall fahren wir erstmal zu Lester und kümmern uns um die Mission. Der ist ohnmächtig, wie es ausschaut. What the fuck? Alles klar. Servus, hi. Sorry. Would you open your damn eyes? Damn, 5-0. I gotta give you the number of that headshot guy. What? You think I'm an idiot? I'm gonna tell an 8-year-old that he can dig gold in the backyard. Komm schon. Polizei, verschwinde. Tschüss, Polizei, bitte. Ich möchte die Mission mit Lester machen. Gut, dann gehen wir zu Lester und starten die Mission jetzt. Was haben wir hier? Geld. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus?
Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulids. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Okay. Ich weiß, was ich mache. Wenn, dann gehe ich mit dem Sniper rein. Weil ich liebe das irgendwie, in Games mit Snipern umzuschießen. Das mache ich auch immer, oder habe ich bei Call of Duty Cold War, als ich das noch gezockt habe im Mehrspielermodus, was ich irgendwann wieder machen werde. Alter, hier sind so viele geile Karren. Ich glaube, davon klaue ich eins und behalte es mit Franklin. Du siehst geil aus. Dich nehme ich mit. Genau. Ich liebe einfach mit Sniper zu spielen. Das habe ich auch im Multiplayer bei Call of Duty Cold War so sehr oft gemacht. Naja. Muss ich irgendwann wieder zocken. Aber das ist eine Story von anders. Ich hatte auch irgendwann mal vor, die Call of Duty Black Ops Reihe zu zocken irgendwann mal. Nur weiß ich nicht, ob das heute noch jemand anschauen würde. Oder ob sich die Leute nicht lieber das anschauen als die heutigen Call of Duty Games, weil die sind ja tatsächlich nicht so gut, wie ich gehört habe. Oder beschissene Remakes oder sonst was. Ja, der bricht zu schnell aus in den Kurven, okay. Mit dem Wagen fahre ich dann demnächst zu Los Santos Customs, mods mir das auf und behalte es für Franklin. So, wir müssen hier hoch. Ja, wir snipen, sehe ich jetzt schon. Wir müssen hier rüber. Warum packe ich jetzt auf den Behindertenparkplatz? Es sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson vom Hotel abzuholen. Er wird das Hotel sehr bald verlassen. Plane den Angriff schnell und such dir einen Platz mit der guten Sicht auf das Hotel. Ich weiß, wie ich es mache. So. Ich glaube, ich fahre noch einen Stockwerk hoch. Ich fahre ganz hoch. Wenn ganz hoch, dann kann ich nämlich ganz normal runter gucken. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, um ranzuzoomen. Bin ich bescheuert? Ich habe vergessen, dass man ranzoomt mit... Habe ich das Auto wenigstens noch? Starte ich im... Ich habe das Auto nicht. Doch, ich habe es noch. Das
fahre ich ganz hoch und ich stelle mich nicht auf die Wand. Sondern, keine Ahnung. Ich muss schauen, dass ich ihn halt sehe. So. Sehe ich ihn von hier, wenn ich mich hier hinstelle mit dem Scharfschützengewehr? Sehe ich nicht. Muss mal rein. What the fuck macht Michael gerade? Franklin. Ich wollte aufs Auto springen, dann springt er da über die Dinge hoch. Perfekt. Von wie zum Geier ist das gerade passiert, wenn ich fragen darf? Dann bleibe ich halt hier unten. Wer ist denn überhaupt die Zielperson? Oder hätte ich auch Sticky Bombs? Nein, hätte ich nicht. So. Das ist halt jetzt bescheuert jetzt. Jetzt muss ich warten. Let's move it out, people. We need this area clear. Ja, das ist das Problem gerade. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich den Kack? Ist ja vielleicht tatsächlich besser, wenn ich das von weiter irgendwo anders mache. Was habe ich jetzt bei so einer Mission scheitern, ja? So. Irgendwo hier. Let's move it out, people. We need this area clear. Ja, what the fuck muss ich denn machen? Wer ist denn die Zielperson? Mir wurde nichts gesagt. Wer von den Leuten die ist? Moment. Hab eine Idee.
Hier drin sind sie ja, glaube ich. Sir, leave the area now. This is for authorized personnel only. Das ist ein normales Hotel. Kumpel, das ist ein normales Hotel. I'm not going to say this again. Leave now. Let's move it out, people. We need this area cleared. I need backup now. All nearby units report immediately. Hey, ich bin ein normaler Hotelbesucher. Bro, what the fuck ist mit denen denn falsch? Ich bräuchte echt mit Franklin Sticky. Ich brauche eine bessere Ding. Ich habe eine Idee. Ach, da sitzen welche drin auch noch. Also langsam checke ich gerade echt nicht, was die Mission von mir will. Sie will, dass ich jemanden ausschalte, sagt mir aber nicht wen. Natürlich ist meine Deckung aufgeflogen. What the fuck will das Game? Hallo? Muss ich vielleicht echt... Ja, schalte die Teamperson aus. Perfekt, danke, dass ich weiß, wer es ist. Ich versuche gerade hier jeden auszuschalten, weil das Game mir nicht sagt, wen ich ausschalten soll. Das ist fast, als müsste ich wissen, wen ich ausschalte. Oder wer gerade die Zielperson ist. Weiß ich aber nicht. Ich bräuchte irgendeine Schmeißwaffe. Bet you'll be ready to use that the second you get out the door. Natürlich, weil ich brauche die. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face.
Wofür nutze ich denn den Kack? Also war ich immer zu früh, verstanden. Behalte ich wenigstens die Sprengladungen. Behalte ich die wenigstens. Bitte sag, ich behalte die wenigstens. Dann würde ich den Wagen einfach anhaften. Natürlich nicht. So. Aber wenigstens hier gleich ein Laden um die Ecke. Dann hole ich mir schnell Sticky Bombs und dann gucke ich mal, wie ich sie überhaupt benutze. Ja, erstmal ein paar kaufen. Wieso ist meine Deckung aufgeflogen? Game? Warum ist meine Deckung aufgeflogen? Ich bin mit dem Auto gefahren. What the fuck? Also ich verstehe gerade echt nicht, was das Game von mir will, ne? Ich bin gerade mit einem normalen Auto gefahren und dann fliegt meine Deckung auf einmal auf. So, jetzt muss ich wieder die Move-Dinger kaufen. Achso, Annäherungsminen habe ich jetzt gekauft, einen Haufen. You watch that Republican Space Rangers? I love that show! Ja, obwohl die Annäherungsmine war doch nicht schlecht, ne? Mal schauen, ob das funktioniert. Ich hoffe doch, dass das so funktioniert. Er sitzt im ersten Fahrzeug, richtig? Ist perfekt. Holy shit, hat funktioniert. Okay, perfekt, hat tatsächlich funktioniert. Ich muss dann langsam lernen, wie ich... die hier benutze. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio, I figured we needed some tangible assets and new property. So we bought a house in the Vinewood Hills.
Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Ah ja. Perfekt. Haben wir ein neues Haus gekriegt. Und wie zum Geier benutze ich jetzt... Hoppala. So, komm mal aus dem Weg. Warum habe ich jetzt einen zweiten Stern gekriegt? Holy moly! Wir sind sehr schnell gerade unterwegs. Ich will doch nur nach Hause fahren. Und ich wollte ausprobieren, wie die Bomben funktionieren. Und ich habe es rausgefunden. Wenn ich es rausgefunden habe, muss ich nach unten drücken. Also. Perfekt. Wir schauen jetzt einmal kurz, was das zu Hause ist. Und dann gehen wir zu der nächsten Lester-Mission, würde ich sagen. Ich wollte jetzt gerade in jemanden ins Garage reinfahren, wie es ausschaut. Den Wagen will ich behalten. Okay, jetzt müssen wir nochmal ausprobieren. Verstanden, nach links muss ich drücken. Egal, perfekt. Das ist Franklins neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Das mache ich doch gerade. Wir haben einen Hund, wie es ausschaut. Wir haben Jacuzzi. Machen wir mal direkt weiter mit der nächsten Lester-Mission, ha? So, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie man die Sprengstoffladungen benutzt. Holy shit, der hat gute Bremsen gehabt, sonst wären wir richtig fett reingefahren. So wie ich dem gerade hier. Egal, fahren wir einfach mal zu Lester und machen da weiter. So. So, einfach weitergehen. Gas geben. Gott, Kumpel. So. Thank you.
gut. What the fuck? Wieso kriege ich da sofort einen Stern, nur weil ich zwei Autos in die Luft gejagt habe? Gut, macht schon Sinn, aber trotzdem. So, irgendwie habe ich gerade Bock gehabt, die Leute in die Luft zu jagen. Sollte ich vielleicht lassen, weil die haben 400 Dollar das Stück gekostet. Das ist nicht überall das Gleiche. Wie viel kann ich davon eigentlich kaufen? Was ist das denn? Tränengas. The messier the better, I say. Ich hab doch irgendein Scharfschützengewehr schon. Kann ich sonst irgendwas machen? Nö. Größeres Magazin. Griff. Taktisches Licht. Zielfernrohr. Schalldämpfer. Schalldämpfer, Patronen, Patronen kann ich hier auch kaufen. You really need a strong stomach to pull that off. So, irgendwo habe ich doch eine Waffe, Handfeuerwaffe hier. Wird vielleicht besser für eine neue. Good taste. I can tell. So. Perfekt. I don't keep a record of purchases. Mal das. You need a receipt for taxes? Natürlich brauche ich einen. Okay, what the fuck? Der ist hier bei der Autowasch? Egal. Machen wir das und fertig ist es. Okay, you know Redwood Cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Okay. Lösche diese Nachricht. Ich bin mit meinem Auto nicht hergekommen. Doch, das steht doch hier vorne um die Ecke. Game, warum zeigst du mir mein Auto nicht an? Schalte den Geschworenen aus. Ist der unterwegs oder nicht? Ich habe 10 Minuten Zeit, um alle Zielpersonen auszuschalten. Okay. Der ist es. Nice. Dem Gestreiften. Hey, honey boo, you look great. Hey, what's up?
Ist nicht der Richtige? War doch nicht der Richtige. So. Jetzt habe ich den Richtigen auf jeden Fall erwischt, als ich in die Menge geschossen habe, also passt's ja. So. Aber unser Wagen ist tatsächlich sehr ramponiert gerade, weil ich auch wie der größte Weltmeister fahre. Naja. Aber das Game macht richtig Bock, muss ich schon sagen, ne? Klar, es gibt so manche Missionen, die sind eher mehr drin, aber die sonst ist das Game richtig geil. Wir werden auf jeden Fall auch mal den GTA Plus Modus und den Online Modus anschauen. Und dann freue ich mich schon nächstes Jahr auf GTA 6. Dann werde ich das auf jeden Fall mit euch gemeinsam durchzocken. Sorry. Jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit, um 4 Leute auszuschalten. Sind die überall in der ganzen Stadt verteilt oder was? So, hier runter muss ich. So, hier unten ist er. Okay. Gut, hier. Der hat gerade mal die Tür abgefahren. Egal. So, der Typ, der sich gerade von der Dame betanzt lässt. So. War der Idee, aber ich habe ein bisschen beschissen geschossen. Lag auch am Wellengang. Aber trotzdem habe ich beschissen geschossen. Weil wir auch gerade ein bisschen in der Zeitdruck sind, weil sonst kriegen wir das Geld oder die Mission schaffen wir sonst nicht. So. Jetzt habe ich gerade meine Motorhaube verloren. Das Auto verliert bald all seine Sachen. Ja, 5 Minuten hast du noch für 2 auszuschalten. Ich schalte es nur, wenn der dann auch auf deiner Seite der Stadt ist. Der letzte. So. Hier durch. Der wird gerade beschissen. Boah, biegt nicht so schief ab, auch wenn ich im Gegenverkehr gerade war. Ich verliere gleich tatsächlich mein komplettes Auto kaputt. CEO of Bilkington Research, the company that manufactures controversial new heart-stopping erectile dysfunction drug Priapol, has been found murdered in Los Santos. With Beta Pharmaceutical share price already spiking on the news, there. Wo ist denn der? Irgendwo hier. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, wo er ist. So, dann fahren wir mal zum letzten Patienten und hoffen, letzten Klienten und hoffen, dass die Polizei
Und sie stoppt und wir die Zeit, die letzten Geschworenen in der Zeit noch umlegen können. Aber jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo der Typ war. Das ich dachte erst im Gebäude davor, aber dann habe ich gesehen, es geht nach oben, also. So. Holy shit, wir haben bald nicht mehr viel Zeit und die Polizei ist direkt vor uns. So, nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich verliere gleich das Fahrzeug. Und zwar komplett, weil der Motor, glaube ich, jetzt gleich abschmiert. Und er raucht schon. Naja, egal. Einfach weitermachen. So, den muss ich ausschalten. Motorradfahrer. So, passt. Jetzt habe ich ihn weggenatzt. Jetzt muss ich dem Polizisten noch aus dem Weg wegkommen. Entkommen, so. Aber der Wagen ist gleich tatsächlich nicht mehr existent. What the fuck ist gerade explodiert? So kann man natürlich auch verschwinden. Im Wasser. Perfekto. Die Mission geschafft? Ja. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht. Ciao. Euer Gladius.